Ostersonntag, für uns Christen das entscheidende, wichtigste und größte Fest. Jesus Christus ist nicht im Grab geblieben, er ist von den Toten auferstanden und er ist den Aposteln erschienen. Und die Apostel waren die ersten Zeugen, und es sollten ihnen viele, viele noch folgen, Zeugen dafür, dass Jesus eben nicht nur eine Person der Geschichte und der Vergangenheit ist, sondern dass Jesus Gegenwart und Zukunft ist, dass Jesus lebt. Das ist die eigentliche Kraft, die die Kirche und die Christen gewissermaßen am Leben erhält, die Überzeugung und das Wissen, Jesus lebt und wirkt auch heute. Jesus ist nicht im Grab geblieben, er ist eben von den Toten auferstanden. Und das gibt uns die Gewissheit, dass das Leben stärker ist als der Tod, dass die Liebe stärker ist als der Hass und dass das Licht stärker ist als die Finsternis. Was heißt das für uns ganz konkret? Im Leben eines jeden Menschen gibt es die Dunkelheit, gibt es die Erfahrungen des Bösen, der Enttäuschung, ja des Todes. Ostern zu feiern heißt zu wissen, dass all das nicht das letzte Wort haben wird, sondern dass das Gute, die Liebe und das Leben immer siegen wird. Das ist unsere Hoffnung und deswegen ist Jesus Christus unsere Hoffnung. Deswegen wollen wir uns an ihm gewissermaßen festhalten, mit ihm leben, mit ihm sterben und mit ihm auch Anteil zu haben an der Auferstehung. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und wir alle aus dem Stift Heiligenkreuz frohe, gesegnete und gnadenreiche Ostern. Amen.